Captain. Look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him. I gave you an order. Shoot him. He told me your name was Sam Porter. Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other cliff. Fighting people was the only thing I was ever good at. That BB too. No, 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 no.
you are. It was me who cut the cord. So, yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission? The manner of speaking. Take him out of the pod. Raise him as my own. Wow. Das war heftig. Was wir da alles erlebt haben, oh Mann. Wake up! Come on! Wake up!
Ja, wow, Mann, das war eine ganze Menge, was wir da erlebt haben. Und auch eine ganze Menge Aufklärung, die uns diese Szenen da beschert haben. Zuallererst natürlich, da gerade am Ende haben wir gesehen, der Zeitregen hat aufgehört und der Regenbogen, den wir da gesehen haben, der ist nicht mehr verkehrt herum. Also, ja, der Zeitregen, also der Regen, der dort geflossen hat, hatte keine Wirkung mehr, dass er das Altern voranschreiten lässt. Aber ja, auch haben wir erfahren, dass Cliff der Vater von Sam ist und dass dieses Baby, was wir die ganze Zeit in diesen Erinnerungsbruchstücken gesehen haben, dass das Sam selber war. Und Cliff beim Versuch aus der Anlage mit Sam zu entkommen sein Leben gelassen hat und durch einen Unfall, den die Präsidentin Strand selber mit verursacht hat, nicht nur Cliff erschossen wurde, sondern auch das Bridge Baby, also Sam selber. Aber Sam ist ja ein Wiederkehrer und wir haben dann quasi live miterlebt, wie Sam das erste Mal an den Strand gelangt ist und von Amelie, also von Bridgets Seele, die an den Stränden herumwandert und nicht altert, was wir vorher schon mal besprochen haben, in die Fuge zurückgelegt wurde und dann dadurch ist Sam wieder zurück in die wirkliche Welt gelangt in der Szene, die wir da dann danach gesehen haben, wo er wieder in diesem kleinen Tank drin war. Wo Bridget dann selber gesagt hat, das ist jetzt mein Sohn. Und somit wurde Sam dann als Wiederkehrer in der wirklichen Welt, aber mit diesen ganzen Träumen vom Strand, die er natürlich immer dann hatte, aufgrund der vergangenen Ereignisse, die er als das Bridge Baby hatte, geschehen ist, natürlich immer wieder dahin gekehrt ist und da quasi dann nie so wirklich mit dem Ganzen einig geworden ist über die Jahre, und da versteht man auch, warum er dann so eine sehr unsoziale Persönlichkeit entwickelt hat, aufgrund dem Ganzen, was man mit ihm da gemacht hat. Durchaus verständlich, vor allen Dingen dann seine Angst, die er hatte, jemand anders zu berühren oder dergleichen. Und das Bridge Baby, was Sam wiederum die ganze Zeit mit sich herumgeschleppt hat, das hat wieder noch eine etwas andere Geschichte. Und der Name Lou, wie wir erfahren haben, Lou hieß ja auch das Kind, was Sam und seine Frau Lucy hatten, die wiederum ja auch tödlich verunglückt ist, wie wir das ja erfahren haben. Ja, ganze Menge Holz, die da wirklich abgegangen ist. Und dann auch die Szene dann danach, wo Sam verzweifelt versucht hat, Lou wiederzubeleben, die dann gezeigt hat, dass Lou nicht gestorben ist durch die Herausnahme aus dem
aus dem Tank, ähnlich wie das auch bei Sam selber der Fall war, in der Rückblende dort. Als, kurz bevor er da von Bridget erschossen wurde. Und dann hat man ja auch im Hintergrund gesehen, als Sam da in dem Verbrennungsofen stand mit Lou selber. Der Grund, warum Lou weitergelebt hat, ist, dass wir hatten da diese 5 kleinen Babys aus dem, ja, die immer noch angezeigt hatten, die, dass Lou eine Verbindung wiederum zum Nachleben hatte. Und dadurch konnte er weiterleben, genau wie Sam, trotz dass man ihn aus diesem Tank rausgenommen hat. Ja, wahrlich heftig, was uns diese Endsequenz da alles für schockierende Wendungen da gezeigt hat. Und wir haben ja auch gesehen, dass an dem Strand, wo Emily Sam das erste Mal ja quasi da aufgenommen hat und wieder in die Fuge zurückgelegt hat, damit er in die Welt der Lebenden zurückkehren konnte, haben wir im Hintergrund Cliff auch nochmal gesehen. Der ja dann wiederum als mehr und mehr verlorene Erinnerung an sich selbst und mit einer Besessenheit sein Bridge-Baby oder sein Baby, was man ihm genommen hat, Bridget zurückzuholen. Wo man ja bei jedem Treffen nach und nach mehr Erinnerungen zurückgekommen sind an ihn und wo er uns dann ja auch gesagt hat, bei der letzten Erinnerung, wo wir ihn das letzte Mal getroffen haben, in jedem Zimmer, wo er sein Leben gelassen hat, du bist Sam, mein Sohn, meine Brücke zur Zukunft. Ja, und das war ja dann quasi wortwörtlich so, wo er dann auch gesagt hat, man hat mir gesagt, du bist Sam Porter, aber dein Name ist Sam Bridges, meine Brücke zur Zukunft, ne, wo er das quasi dann mit diesem Namen, mit diesem Unternehmen wortwörtlich gemeint hat. Ja, wahrlich eine sehr, sehr faszinierende und sehr, sehr mitreißende Story, wie ich finde. In einem Spiel, was ja sehr, sehr ungewöhnlich ist und was ein sehr, sehr ungewöhnliches Pacing hat, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Das Spiel fängt an, so mit, ja, relativ, also so die ersten 2-3 Stunden des Spiels sind ja fast nur Cutscenes. Dann hat man quasi so 30-40 Stunden, wo man die Mehrheit spielt, wo man auch Cutscenes hat, aber im Vergleich zum Spielgeschehen natürlich sehr, sehr viel weniger, bis man dann zu den letzten Kapiteln kommt, wie ihr ja dann auch jetzt gesehen habt, wo man praktisch ein Cutscenes in Filmlänge, also das sind knapp 2 Stunden, aneinandergereiht hat, was wiederum auch im Guinness-Buch der Rekorde gelangt ist, nämlich für die längste Cutscene in einem Videospiel für ein Ende. Und damit hat Hideo Kojima quasi seinen eigenen Rekord gebrochen, denn vorher hielt diesen Rekord kein geringeres Spiel als Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, nämlich, ne? Und ja, da hat er quasi dann nochmal oben einen draufgelegt, wenn man so will. Ja, Wahnsinnsspiel auf jeden Fall. Ich liebe dieses Spiel. Habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt. In meiner persönlichen Rangliste gibt es nur ein Spiel, was noch vor diesem hier liegt. Und das ist Super Metroid. Ja. Ist ein sehr ungewöhnliches Spiel. Es gibt eigentlich keinen Vergleich zu diesem Spiel. Man kann es Walking Simulator nennen, aber das wird dem Spiel einfach nicht gerecht. Also es hat Elemente, die man in anderen Spielen so erlebt hat. Klar, man steuert einen Charakter genauso wie man in den meisten Spielen erlebt hat, aber auch wieder so nicht ganz, denn der Schwerpunkt im wahrsten Sinne des Wortes liegt ja darauf, den Charakter zu steuern, den Charakter beim Überwinden von Hindernissen korrekt durch die Welt zu bewegen. Also man könnte quasi auch sagen, es ist im reinsten, wahrsten Sinne des Wortes ein Walking Simulator. Aber da kommt ja noch so viel mehr zusammen, wie zum Beispiel dieser Multiplayer-Aspekt, den es so eigentlich in anderen Spielen nicht gibt. Ja, und noch so viel mehr. Also ich liebe dieses Spiel. Ich kann aber auch, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich kann genauso gut nachvollziehen, warum
viele Leute das Spiel nicht mögen. Und es hat ja auch einen sehr, sehr zwiespältigen Ruf gekriegt. Das ist ja nicht umsonst so. Ich kann das auch nachvollziehen. Das ist kein Spiel für jeden. Kann ich verstehen, aber ich bin einfach schlichtweg begeistert von dem Spiel gewesen. Man merkt von A bis Z, das ist ein Spiel, was Hideo Kojima so machen wollte und das wahrscheinlich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich kann mir gut vorstellen, wahrscheinlich, dass er, wenn er nach Metal Gear Solid 2 aufgehört hätte mit der Reihe, dass er wahrscheinlich schon ähnliche Ideen wie diese im Petto hatte und das wäre, ich würde echt mal gerne wissen, was er dann gemacht hätte. Weil, also wenn ich ganz ehrlich bin, nach Metal Gear Solid 2 hätte man die Metal Gear Spiele nicht unbedingt alle gebraucht. Da hätte ich lieber gesehen, was er dann mit eigenen originellen Ideen dann für Spiele auf die Beine gestellt hätte. Und das kulminiert eben in diesem Spiel hier. Aber nicht nur deswegen finde ich das gut, sondern es macht auch einfach Spaß zu spielen, wie ich finde. Das mögen jetzt andere anders sehen, weil vielleicht kein Fokus auf Action, auf Abknallen und sowas, aber das sind dann meistens auch dieselben Leute, die dann so Titel wie Call of Duty verpönen, weil die jedes Jahr das Gleiche machen, aber eben Action bieten. Naja, ich weiß es auch nicht. Also kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Ihr könnt ja gerne eure Meinung mit diesem Spiel in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das tut, würde ich euch vielleicht nur bitten, macht das doch bitte, wenn ihr das Spiel mal durchgespielt habt. Ja, da haben wir gerade nochmal dieses Bild gesehen, wo Lucy drauf zu sehen ist und wo Sam gesagt hat, dass Lou gar kein Junge ist, sondern ein Mädchen ist und Louise heißt. Ja, und damit sind wir jetzt aber nun, so viel nehme ich jetzt mal vorweg, sind wir jetzt nun am Ende der Story des Spiels, kriegen jetzt hier nochmal eine Bewertung von dem, was wir so alles gemacht haben. Einmal gestolpert, dreimal verschlissene Schuhe, trunkenes Wasser, 13.000 Milliliter, 7.000 Milliliter übertragenes Blut. Gesamtspielzeit 37 Stunden. Gesamtgewicht der Lieferfracht 3,86 Tonnen. 17 Aufträge mit Bot, 64 Aufträge für Sam, 44 Standardaufträge. Lieferte Frachtstücke 60, verlorene Frachtstücke, aufgesammelte verlorene Frachtstücke 77. Ja, wir haben eine Premium-Lieferung gemacht. Die meisten davon, oder die, ja, sag ich mal, die größeren davon mit Legend of Legends, die kann man nur machen, wenn man das im schweren Modus spielt. Was ich auf meinem anderen Spielstand, also mit dem ich das ursprünglich durchgespielt habe, gemacht habe oder immer noch mache, denn ja, ich hatte vorhin gesagt, wir haben die Story des Spiels beendet, aber das Spiel selber ist noch nicht zu Ende, denn wir werden, wie ihr gleich seht, da so ein bisschen in der Zeit zurückreisen, kriegen hier vorher noch mal ein paar mehr Statistiken. 78.000 Likes haben wir. Nichtspielercharakter 32.000, andere Spieler 46.000. Ja, 46.539 andere Spieler, die das Spiel gespielt haben, sind wir irgendwie in Kontakt getreten während des gesamten Spiels. Das ist schon heftig. Likes von Bibi 370, die höchste Verbindungsstufe haben wir erreicht. Und ja, kriegen jetzt noch ein wenig neue Musik, die für uns zur Verfügung steht, die wir in unsere Bauten mit einfließen lassen können oder eben im privaten Raum hören können. Das sind zum Großteil Musiken, die wir während der Endsequenz freigeschaltet haben, kriegen auch noch ein paar neue Tagebucheinträge. So, haben jetzt Erinnerungen an Cliff ausgelöst und können Farbschema ändern. Denn ja, wie ich schon gesagt habe, wir reisen jetzt quasi ein bisschen zurück in der Zeit, was damit zusammenhängt, wie das ganze Spiel weitergeht. Das werden wir gleich nochmal kurz sehen.
So, werde ich auch gleich nochmal kurz was zu sagen, bevor wir dann zum Ende kommen. Ja, da sehen wir es. Episode 15. Die Zukunft liegt oder das, der Morgen liegt in unseren Händen. 2 Wochen vorher. Ja, und da sehen wir, wir sind wieder in unserem privaten Raum mit Sam und können jetzt quasi unerledigte Aufträge in Angriff nehmen, die es noch überall gibt. Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when we took a real beating at the time. But we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, we should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, all right? See you then. Hey, Sam. You sure you don't have any unfinished business? Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, wir können jetzt Aufträge erledigen, wie das auch Deadman gerade gesagt hat, die wir noch nicht erledigt haben während der Hauptstory. Da gibt es auch noch ein paar kleine, schöne Geheimnisse zur Story zu finden. Die werde ich jetzt hier aber mal nicht noch, also die werden wir nicht hier mit reinnehmen. Also wir werden jetzt zum Ende kommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Kudos an alle, die von Anfang bis Ende hier dabei waren und diese lange Reise mitgemacht haben bei diesem außerordentlich grandiosen Spiel. Ja, ganz großes Dankeschön an alle, die auch Kommentare hinterlassen haben. Auf jeden Fall auch wieder, wir sehen jetzt hier, können wir nochmal auf die Schlachtfelder zurückkehren. Werde ich jetzt aber auch nicht machen. Ja, es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen, denke ich mal. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt viel Spaß gehabt. Und ja, da würde ich sonst sagen, an dieser Stelle wie immer, wie ihr das kennt, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.